Wolgast Nord 1. Ein Plattenbauviertel am Rand der Stadt. Bald sollen hier 200 Asylbewerber leben. Willkommen sind sie nicht. In der Nacht hat jemand ein Graffiti an einer Hauswand gesprüht. Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Ich habe eine Frage. Sie haben auch mitgekriegt, dass hier dieser Schriftzug an der Wand steht, ne? Da vorne. Bitte? Das ist mit Recht. Der Schriftzug. Sie finden das richtig? Ja, ich finde das richtig. Voll richtig. Weil das so ist und das wird auch so bleiben. Sie haben Angst, dass Sie morgen fremd in Ihrem eigenen Land sind. Wir sind doch sowieso schon fremd im eigenen Land. Reicht das nicht, dass die Kanaken hier sind? Die Leute müssen, Deutsche müssen hier ausziehen? Für die Leute Platz machen oder was? Ich habe nur noch zweimal Bratwurst gekauft. Bratwurst und Buletten sind da noch drin. Nur, das ist ja nicht die Entscheidung der Asylbewerber, hier hinzuziehen, sondern das ist die Entscheidung der Stadt. Ja, sie sollen in ihrem Land bleiben. Da, wo sie hingehören. Ganz einfach. In ihrem Land werden sie verfolgt. Das ist mir egal, wir werden hier auch verfolgt. Von wem? Von ihr. Mir ist das scheißegal. Die können wieder dahin gehen, wo sie zurückgekommen sind. Ganz einfach. Und das ist meine Meinung. Und dazu stehe ich auch. Es rumort im Viertel. Für die Asylbewerber werde alles top renoviert, erzählen die Nachbarn. Neue Küchen, neue Bäder, neue Waschmaschinen. Im Grillimbiss gegenüber bei Mitko, dem Bulgaren, können die Leute anschreiben lassen, wenn das Geld mal wieder nicht reicht. Und reden. Die Leute sind wirklich irgendwie dagegen. Egal, was du hörst, sind alle empört, warum sie alles neu kriegen. Der Kunde ist auch Hartz IV. Wenn seine Waschmaschine kaputt ist, muss er betteln wirklich Monate, bis er eine kriegt, gebrauchte. Ich habe früher hier drüben gewohnt, war auch von der Wohnungswirtschaft. Ich habe ein halbes Jahr gebettelt wegen einer neuen Badewanne. Und Waschbecken genauso. Und das empfinden Sie als ungerecht? Ja, klar finde ich das ungerecht. Betteln um eine Badewanne. Dabei sind viele Anwohner überzeugt, einen Anspruch darauf zu haben. Einfach, weil sie Deutsche sind und die anderen nicht. Die Entscheidung, Flüchtlinge aus aller Welt hier unterzubringen, ist aus 80 Kilometern Entfernung gefallen. Der Landkreis hat entschieden, günstiger Wohnraum, 30% Leerstand, Wolgast Nord. Für mich ganz deutlich ist der Standort aus meiner Sicht sogar einer der besten, die wir finden konnten. Weshalb ist er so gut? Weil er mitten im Leben ist, mitten in einer Stadt und nicht irgendwo draußen JWD. Die Menschen können wir mit Maßnahmen auch einbinden in das ganz normale Leben, was ich auch deutschen Bürgern zumute. Vor Ort muss der Bürgermeister die Entscheidung des Landkreises umsetzen. Stefan Weigler, 33. Das Graffiti hat die Stadt schnell übermalen lassen. Was ist hier passiert? Das ist eine gute Frage. Irgendwelche Dummköpfe haben hier also Unsinn gemacht, wenn man das so sagen darf. Nein, es ist natürlich nicht schön, was hier passiert ist. Schmierereien. Was mich wundert, ist direkt im Wohngebiet, dass es niemanden gibt, der das gesehen hat. Das ist eine Tat eines einzelnen Verstörten, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Das wissen Sie schon? Das wissen wir nicht, aber davon gehen wir einfach mal aus. Und wenn es 2, 3 sind, ist das nicht die Mehrheit der Wolgaster Bevölkerung. Trotzdem überlegt er, Überwachungskameras zu installieren. Und er meint, sich gegenüber missgünstigen Nachbarn rechtfertigen zu müssen. Kein Luxus für die Ausländer. Na, also wie man sieht, kein Fernseher. Kein Nichts eigentlich, bis auf 2 Tische und 4 Stühle. Ein Stahlgitterbett als Etagenbett. Und das sind die Wohnzimmerschränke, wenn man so will. So. Gemütlich ist was anderes. Richtig. Und deswegen sage ich, es ist weniger als spartanisch, glaube ich. Und von Luxus kann hier keine Rede sein. Da frage ich Sie als Mensch, würden Sie gerne hier einziehen als Asylbewerber? Nein. Das kann man doch ganz klar beantworten. Also ich sag mal, nicht nur mit Blick auf die Bedrohung, generell kann man sagen, nein.
die bisherigen Bewohner. Sie wurden in Nachbarhäusern untergebracht. Sämtliche Kosten hat die Stadt übernommen. Ich finde das eine Schweinerei, dass sie uns Bewohner hier einfach rausschmeißen. Und hier komplett so einen Block draus machen. Das ist einfach eine große Schweinerei, ist das. Da passiert sowieso hundertprozentig was mit denen. Also, ich bin selber dagegen, damit die hier alle reinkommen. Ja, wenn sie die in ganz Wolgast verteilt hätten, dann wäre das ja nicht so das Problem, aber in einem Block. Und warum ist gerade das ein Problem? Na, ich sag mal so, das ist leichte Beute für die anderen Leute denn. Ja, da waren schon welche hier und haben vorne schon in eine 44 oder so, haben sie schon die erste Scheibe eingeschmissen gehabt. Fensterscheibe, ja. Und laut Gerücht, also was sie hier rum erzählen, wollen sie den Block anstecken. Irgendwer will den Block anstecken. Darüber reden die Leute hier ganz offen. Der Bürgermeister hört zum ersten Mal davon. Was soll ich denn tun? Soll ich die alle wegprügeln, die hier rumstehen? Geht ja auch nicht. Weil auch der mit einer anderen Meinung hat das Recht, diese Meinung zu äußern. Und ich glaube, Rostock-Lichtenhagen wird sich nirgendwo wiederholen in Deutschland. Also davon bin ich fest überzeugt. Hoffentlich. Ist nicht. Hoffentlich. Ende August. Die ersten Asylbewerber ziehen in ihr neues Zuhause. Zunächst 24 Flüchtlinge aus dem Iran, aus Afghanistan und der Türkei. Hier suchen sie Schutz, weil sie in ihrer Heimat verfolgt und bedroht wurden. Gleich in der ersten Nacht grüllt vor ihren Fenstern eine Gruppe junger Männer. Es fliegen Bierflaschen und Steine. Am anderen Tag beschallt ein Nachbar den Hinterhof mit rechtsradikaler Musik. Alle sollen es hören. Und die Nachbarn? Ich hab gegen Ausländer nichts, sag ich nicht dazu. Ne? Was sollen wir dazu sagen? Wenn andere Meinung sind, dann kann ich auch nichts dazu sagen. Ne? Sie halten sich raus. Ich halte mich raus. Wir halten uns raus. Genau. Halil Kocaoglu ist Kurde. Seine schwangere Frau und seine vier Kinder sind hier untergebracht. Ihn beunruhigt ein Gespräch, das er mit angehört hat. Also ich habe im Fenster geguckt, der drei Leute steht vorne vor der Tür und weil die jeder hat große Flasche in Hand und er sagt da machen wir lieber vorne diese Tür zu und die anderen stehen hinten und da können wir hier komplett im Feuer geben. Er hat mich angeguckt, der hat gesagt, lebst du nicht lange, ne? Er und die anderen Flüchtlinge haben entschieden, sobald es dämmert, geht keiner mehr raus. Jeder hat Probleme und die Leute haben gehört, hier Mensch kann er so wie Mensch leben. Und deswegen, die kommen hier in Deutschland, aber momentan, also hier ist nicht. Allein unter Deutschen. Unter Menschen, die außer ihrem Deutschsein nicht mehr viel haben. Wie gehen Sie denn ganz konkret mit diesen Spannungen um? Also erstmal ist es eine enge Abstimmung mit den entsprechenden Verantwortlichen vor Ort. Und dann muss man gucken, wie man darauf reagiert. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Alles das, was bis jetzt gelaufen ist, ist im Rahmen des Normalen aus meiner Sicht gelaufen. Anfeindungen im Rahmen des Normalen? Da fühlt man sich dann wirklich fremd im eigenen Land. Im Hinterhof ihres neuen Zuhauses. Die Flüchtlingskinder hören die Musik des Nachbarn. Und sie tanzen zu dem Lied, dessen grausamen Text sie nicht verstehen.